So, ich darf euch begrüßen zu meinem Mittagspausenvortrag. Artgerechte Benutzerhaltung und lokale Wertschöpfung. Freut mich, dass jemand den Weg gefunden hat, obwohl es mir vergessen gibt. Mein Name ist Helmut Schmidt, ich bin Mitglied bei der Open Source Expertgruppe von der Steiermark. Ein kurzer Überblick, was uns erwarten wird in der nächsten Viertelstunde ungefähr von der Agenda her. Am Anfang einmal kurz mich vorstellen, dann die OSEC selber. Dann das Thema artgerechte Benutzerhaltung etwas erörtern sowie lokale Wertschöpfung. Und dann am Ende werden wir ein Fazit haben und einige Fragen und Feedback werden aussichtlich förderlich. Also kurz von meiner Person, ich komme aus dem werten Hallen hier vom Roten Gebäude. Ich habe Studium Informationsmanagement abgeschlossen, also der erste Jahrgang war das auch mit IM 98. Das heißt, ich beschäftige mich schon seit den 90er Jahren mit EDV und IT. Also ich kenne auch, wo man da mit Tastatur und Maus gearbeitet hat. Habe die ganzen Entwicklungen auch mitgemacht. Habe dann mich speziell in den Bereichen CRM, Logistik, Office, Automatisierung beschäftigt. Zum einen bei großen internationalen Großbetrieben. Habe dort noch festgestellt, eben, wie bei denen eben Software eingesetzt wird. Meistens eben die traditionellen Großunternehmer. Auch die kleinen KMU sind mir dann auch langsam geläufig geworden. Die haben ganz andere Anforderungen. Und mittlerweile habe ich für mich die Entscheidung gefällt, ich möchte selber im Bereich Open Source selbstständig werden. Bin jetzt bei der OSEC Steiermark PR-Gruppe dabei, damit man das Public Relations auch etwas vorantreibt damit. Also solche Veranstaltungen wie hier sind sehr toll. Und speziell von der Idee her, ich habe einen technischen Hintergrund, nur eben Informationsmanagement ist eine Mischung. Ja, das ist Technik plus Wirtschaft plus Gesellschaft. Weil alles isoliert betrachtet sind Experten für sich, aber man muss es miteinander kombinieren, damit das Ganze daraus wird. Das heißt eben, die OSEC selber steht für Open Source Experts Group. Das ist eine Institution der UBIT, das ist die Unternehmensberatung IT von der WKO, also der Wirtschaftskammer Österreich. Das heißt, die OSEC selber ist Österreichs größter Kompetenzpool von selbstständigen Open-Source-Dienstleistern. Also jeder, der im Bereich Open-Source tätig ist, kann sich dort melden, wird dann aufgenommen und ist auch verfügbar dort. Es gibt da mehrere Landes- und Bundesgruppen und die interne Vernetzung der Mitglieder steht im Vordergrund. Das heißt, damit keine Einzelkämpfer daraus werden, hat man festgestellt, vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die brauchen eine starke Vernetzung. Wenn man denen eine Plattform gibt, auch bei Veranstaltungen, dann wird das umso besser. Es geht vor allem auch um die Realisierung und Unterstützung von Projekten, weil vor allem, wenn die Projekte größer sind, dann wird einer einerseits schultern können, genauso bei Ausfällen und solchen Sachen. Das Ziel generell sollte eben sein, die Philosophie von offener und freier Softwareentwicklung voranzutreiben. Den Internetlink habe ich dann in der Präsentation angegeben. Es gibt da vorne auch schöne Folder. Es gibt vorne auch ganz von Menge einen Stand, der von unserem Sprecher Eugen Neuber betreut wird. Da kann man sich auch mehr informieren noch darüber. Es hat ein Thema, was ich am Anfang genommen habe, artgerechte Benutzerhaltung. Das heißt, ich habe, wie gesagt, schon seit den 90ern EDV gemacht und habe dann festgestellt, es gibt solche Benutzergenerationen. Und das kann man einfach vergleichen, so wie bei normalen Ländern. Es gibt die Natives und die Immigrants. Das heißt, jeder, der irgendwann mal mit etwas anfängt, ist mal ein Native in diesem Tun. Und dementsprechend bildet sich auch sein Hirn und seine Verhaltensweise darauf aus. Also wie ich schon gesagt habe, am Anfang hat man das Tastatur gehabt, dann kam die Maus dazu. Und heutzutage ist eher also Wischiwaschi, also auf Neudeutsch Touch genannt. Aber ohne Tastatur, wie gesagt, ist es anders. Jetzt haben wir noch ein Problem, das Technische geht immer schneller voran. Und die Probleme vor dem Computer sind aber die gleichen, sprich wie Menschen. Weil unser Hirn hat es nicht das Update so schnell verfügbar wie beim anderen, dass wir das einspielen, dann denken wir anders, ist nicht der Fall. Das heißt, wir haben da sehr viele Smart Devices mittlerweile. Die Frage ist, wie smart ist der Benutzer, der vorne ist und das verwenden soll. Also kann ich denn automatisch auch innerhalb von wenigen Wochen, Monaten auf ein neues Update trainieren? Das funktioniert nicht ganz, weil prinzipiell, wenn man sich anschaut, Technik ist ein Hilfsmittel. Das kann jetzt genauso hergehen und sagen, beim Hausbau will ich auch brauchen, eine Bohrmaschine, einen Bagger. Schlussendlich, wenn ich kein Konzept habe, wie das Haus ausschauen soll, und dann nachher denke ich nur, sagt, dann braucht man halt irgendwas und nachher draufkommt, ich hätte das Badezimmer gerne dort gehabt, damit ich selber schuld sein. Warum? Ich muss mir genauso immer bewusst sein darüber, Prozesse, Gewohnheiten. Also das heißt, was will ich eigentlich erreichen und damit was will ich erreichen? Bei den Benutzergenerationen kommen eben die Gewohnheiten auch dazu, eben diese eingeplanten Mechanismen in uns selber, wie wir an Dinge herangehen und wie wir sie verstehen. Und nicht zuletzt nachher dann ist der Spaß auch ein wichtiger Faktor. Weil wenn man das wieder vergleicht mit einem Spiel, also alles in der Wirtschaft kann man auch wie ein Spiel sehen, obwohl jeder immer sagt, jetzt bist du am Ernst des Lebens und es ist kein Spiel. Na, was ist ein Spiel? Bei einem Spiel haben uns alle gewisse Regeln ausgemacht, wir haben ein Ziel, was wir verfolgen
Und die besten Spiele sind die, die jeder versteht. Das sind die einfachsten Spiele. Das heißt, wenn man mit dieser Einstellung herangeht an Technik oder an andere Geschichten im Geschäftsleben, dann wird man sehr erfolgreich sein, wenn man erreicht eines dabei, die Leute lächeln ganz einfach, weil sie es verstehen. Und nicht deshalb, weil sie einfach überfordert sind. Und da kommt man auch schon zu den weiteren Themenpunkten dazu, nämlich die Punkte Zuverlässigkeit, Sicherheit, Geschwindigkeit. Das heißt, in meinen bisherigen IT-Erfahrungsjahren habe ich gesehen, es werden oft Updates hinausgebracht und da werden immer mehr Funktionen geboten. Das ist aber nicht unbedingt ein Gewinn nachher dran für die Sicherheit, weil jede Funktionalität ist einfach halt eine weitere offene Türe und ich muss mir sehr genau überlegen, brauche ich die überhaupt? Da, wenn ich ein Haus mache, überlege ich mir auch immer am Anfang, okay, ich brauche die Türe da und nicht fünf andere Türen noch. Oder wie man ein Schloss, wo ich dann Geheimtüren habe, wo nicht mal weiß, wie die aufgehen. Und die anderen wissen es vielleicht. Geschwindigkeit genau das Gleiche. Ich habe mittlerweile Systeme, die sind im Gigabyte-Bereich. Also in der Zeit, wo ich noch herkomme, habe ich mich gefreut, wenn man den Hauptspeicher um einige Kilobyte erleichtern konnte, damit man irgendein tolles Spiel spielen konnte. Heutzutage spielen diese Sachen keine Rolle mehr. Also ich kann mir um wenig Geld Speicherplatz besorgen, Arbeitsspeicher, sonst irgendwas. Aus dem Grunde wird auch nicht mehr der Wert drauf gelegt, dass man hier optimiert vielleicht. Und ich frage mich auch die, also ich habe damals meine Diplomarbeit geschrieben im Jahr 2004, das war noch mit einem alten Word 2003, das hat alles gehabt, was ich gebraucht habe, also mit die Klings, rechts und so weiter. Jetzt, 10 Jahre später, denke ich mir, wenn ich so ein Paket anschaue, naja, also irgendwie habe ich schon eine DVD, die hat ziemlich viel ROM, aber ich brauche genau das gleiche Motiv davon. Ich habe nur einen großen Problemfall damit, wenn ich immer auf dieser kommerziellen Schiene oben bleibe, ich muss mich immer an die neue Bedienung anpassen. Und das macht für mich keinen Sinn, weil wenn ich einmal eine Handhabung habe, wie ich das schreiben kann, wie ich das formatieren kann und aussuchen möchte, warum soll ich das tun? Bringt mir nichts. Also die generelle Frage wäre eben hier, weniger ist mehr. Also eben diese neuen Features, sind die überhaupt schon ausgereift, haben die schon alle Tests bestanden? Oder was man ja feststellt, es gibt in den großen Konzernen, die diese Produkte vertreiben, Marketingabteilungen, die wollen prinzipiell einmal was Neues auf den Markt bringen. Jetzt vermarkte ich das mit einer knallbunten Verpackung, am besten eben die Oberfläche ist wieder anders, weil das sieht der Benutzer, und mit möglichst vielen Sachen, die ich auf die Verpackung draufschreiben kann. Weil je mehr Features ich habe, oftmals desto wertvoller soll das Ding sein. Das Problem ist dabei eben, der Programmierer hat meistens gesagt, da ist der Release-Termin, jetzt muss er das auf den Markt bringen, unabhängig davon, ob das jetzt schon funktioniert oder nicht. Und komischerweise merkt man dann eben, man hat es installiert und viele Sachen gehen nicht so, wie sie sollten. Und dann kommt schon der erste Fix, das erste Update und so weiter und so fort. Das heißt, viele Unternehmen haben ja bewusst lange Zyklen eingeplant bei einer Umstellung, weil sie sagen, wir sind ja nicht die Versuchskaninchen, die auch noch viel zahlen dürfen dafür. Weil ungefähr, wenn einmal das zweite, dritte Service-Paket draußen ist, kann davon ausgehen, dann rennt das Ding wirklich einigermaßen sicher. Ein weiteres Themenfeld, sage ich mal, so laut der Betrachtungsweise eben von dieser artgerechten Benutzerhaltung, nicht nur vom Alter her gesehen, sondern auch von Kultur und von Geschlechtern her gesehen. Also, ich bin jetzt gerade eben auch zwangsbedingt von dieser Gender-Problematik, wobei ich es mittlerweile interessant finde. Warum? Weil dieser Ansatz, hier Frauen in die Technik zu bringen, ist ein sehr lobenswerter. Und ich habe nur festgestellt, wie ich damals zum Studium begonnen habe, da war der Hörsaal, also da war die Frau die Ausnahme. Heute bin ich schon sehr überrascht und sage, oh, es sind natürlich schon mehr Leute dafür, woran liegt das? Und das könnte einfach daran liegen, dass eben Technik prinzipiell sehr logisch ist und wenig emotional. Und generell einfach bei Frauen eher das Emotionale mehr ausgeprägt ist. Es gibt aber auch komplett andere Herangehensweisen von den Fähigkeiten her. Das heißt, ich habe einmal bei einem Workshop mitgemacht im Lego-Bereich, das war auch interessant, aber von der FH in Kraftwerk ausgeschrieben, sie bieten an einen zeitigen Workshop Lego. Und wir haben gedacht, na gut, schauen wir halt einmal hin, wie das schon immer als Kind interessiert, was machen die da? Und dann haben sich genau gemeldet bei 8 Leuten, 7 Männer und eine Frau. Das war schon mal interessant für mich, weil Lego ist ja für alle gleich im Prinzip. Dann haben wir dort Aufgabenstellungen bekommen und ich muss sagen, man kann mit diesen Bausteinen sehr viel über Personen herausbekommen, ohne irgendein Assessment Center. Und so aber sieht das folgendermaßen, man stellt den Personen Aufgaben, die haben 2 Kriterien, und zwar einmal eine zeitliche, das heißt die Aufgabe muss in 2 Minuten erledigt sein. Zum anderen eine messbare, das heißt, das Ding muss möglichst hoch sein, wenn man jetzt einen Turm baut zum Beispiel. Und die dritte Komponente ist aber dann so gestaltet, dass man sagt, das kann man nicht messen. Das ist sehr kreativ, das heißt, dieser Turm zum Beispiel sollte sehr ausgefallen sein. Und jetzt kann man schon bei Personen in 2 Minuten sehen, worauf legen die Wert. Legen die auf die Höhe Wert, legen die auf die Kreativität Wert, denken sie schon weiter vor, was ist vielleicht einmal, wenn die Tischplatte nicht eben ist, sondern schräg ist. Das merke ich dort schon alles.
Und das Interessante war eben bei dieser Turnaufgabe, die dort gestellt worden ist, die 7 Männer, sobald die Zeit zum Lauf begonnen hat, aus dieser großen Kiste mit allen Steinen, haben sich die größten Steine herausgenommen. Also Duplo, das ist immer so ein Klotz, Klotz, Klotz aufeinander. Ja? Und die erste Frau, die dort war, die hat einmal kurz geschaut, hat dann die Steine genommen, die übrig waren, nämlich diese langen, schmalen Steine, hat die zusammengestöpselt und ganz am Schluss aufgestellt. Und da fängt man mal überlegen an, da denke ich mir, okay, das heißt, der Publikum mit Joker hat uns gezeigt, wir denken anders. Weil es hätte auch jeder von den 7 Männern das machen können, hat aber nicht gemacht. Und wenn es schon in solchen kleinen Bereichen möglich ist, dann möchte ich gar nicht wissen, im Prinzip, was hier bei der Technik noch möglich wäre, wenn wir nicht nur alleine dieses Themengebiet eben auf Männer reduzieren, sagen wir, sehr logisch und super, aber eben andere Herangehensweisen. Das ist genauso, wenn ich im Sport bin und groß bin und einen Kleinen habe, wir müssen anders trainieren. Bei einem Basketball, der andere muss anders spielen, als ich spiele. Das heißt, ich habe mittlerweile Gender gut verstanden und es macht auch durchaus Sinn und hat viel Potenzial. Die Frage ist halt nur dann hinter, wie schaut es aus, wenn man eben das machen möchte. Und eine große Gruppe noch mit den Senioren eben. Ich habe gestern gehört, einen Vortrag, die haben so 35% Internet. Senior, glaube ich, ist man mittlerweile in der IT schon, wenn man 40 plus ist. Also insofern eine sehr junge Gruppe, die auch ständig steigen wird. Und die sollte man auch möglichst nützen, weil es viel Potenzial kommt. Jetzt zu der lokalen Wertschöpfung einmal. Wenn man es wirtschaftlich anschaut, also dieser Mehrwert und die Nachhaltigkeit, das ist immer eine Frage von Businessmodellen. Also ich kann einerseits darauf hinausgehen und sagen, ich verbreite Produkte und mache den möglichst kopiergeschützt, damit keiner hineinschauen kann. Oder ich versichere eine Dienstleistung. Der einzige Unterschied ist da hier bei den Steuern und Abgaben. Also wenn wir uns das anschauen, Beispiel Hypo-Skandal, wer auch immer da verurteilt werden wird und wann auch immer, die Schulden haben wir. Das heißt, die müssen wir irgendwie wieder abtragen. Und das passiert über Steuern und Abgaben. Jetzt natürlich, wenn ich nur Produkte habe, bekommt der Staat 20% Mehrwertsteuer davon, das ist nicht so viel. Während wenn ich natürlich arbeite und hier auch meine weiteren Abgaben habe, forciere ich nicht nur die Steuer, sondern auch das Gesundheitssystem, das Pensionssystem. Das heißt, generell die Frage ist hier, Konsumenten, Produzenten, wir haben halt momentan Generationen, die dürfen überall eine Applikation runterladen, der ist ein App for that, nur eben dann, sie produzieren selber nichts mehr. Das heißt, früher oder später werden wir abhängig werden von denen, die das machen, und das werden nicht mehr wir sein, wenn man sich den mal am Riemen reißen. Also Innovation ist sehr wichtig für uns und eben auch hier Leute in diese Veranstaltungen zu bringen. Es hat mittlerweile von den Zukunftsforschern auch schon einen Begriff gegeben, dass unsere Unis und FHs ein sogenannter intellektueller Durchlauferhitzer sind. Was nichts anderes bedeutet, wenn ich hier in Österreich keine Rahmenbedingungen schaffe, dass die Leute auch hier bleiben. Da werde ich die Leute zwar toll ausbilden, aber die gehen dann woanders hin und liefern dort einen Steuernabgaben ab. Da sollte ich mir auch mal überlegen, woran liegt es, dass die Leute nicht da bleiben. Und auf guten Schluss hin hier in dieser Richtung mit Open Source Geschichten, es geht ja um Community Management. Das heißt hier mit diesem Act Local Think Global. Ich habe eine große Community, die kann viel bewirken, ich muss halt entsprechend motivieren und mich einbringen darin. Genauso eben bei den KMUs mit Netzwerken, Kooperationen, man kann auch Kreativität und Technik verbinden. Das heißt, bei diesen Lebenslagen wundere ich mich immer, es gibt da drüben eine andere Ausbildungsschiene, die ist mit Design. Also die machen Industrial Design als Mögliche. Die rennen alle mit so einem komischen Anwesen auch voneinander. Das frage ich mich, da hier sind viele Leute, die können programmieren und die da drüben könnten das sichtbar machen, wie toll das auch in designmäßig ausschaut. Warum verbinden wir die beiden Welten miteinander? Weil die können ja die technischen Sachen implementieren, die wir bräuchten. Und zum Schluss noch das Thema noch mit Crowdfunding, wo ich sage, okay, da kann man sogar Sachen gewünscht entwickeln lassen. Weil wenn das Source Code offen ist, dann kann jeder sich auskennen und sagen, ich mache das selber. Oder wenn das nicht, kann sagen, na gut, ich meine, wir legen zusammen, wenn mehrere Leute das wollen und wir engagieren uns jemanden, der das kann. Das geht halt bei anderen Programmen nicht so einfach. Das Fazit schlicht irgendwo dann ist so, es geht hier um Verstehen statt nur Verwenden. Und zwar nicht nur Technik, sondern auch Wirtschaft und Gesellschaft. Das heißt, generell bei meiner Betrachtungsweise ist immer dieser Mensch und der Benutzer und die Prozesse im Mittelpunkt. Muss schon zum Schluss kommen. Das heißt eben Open Source Ausbildung und Einsatz forcieren und eben die KMUs sichern für die Wertschöpfung. Weil eben in Österreich haben wir relativ wenig Großkonzerne und sehr viele kleine und mittlere Unternehmen. Und wenn wir die ordentlich damit ausstatten und entsprechend auch forcieren, mit freier Technik und so, sind wir auch weniger abhängig. Das heißt, der Schlusspunkt ist hier lokale Wertschöpfung durch artgerechte Benutzerhaltung mit Open Source sichern. Jetzt bin ich schon am Schluss angekommen, das heißt, für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Feedback, bin ich auch informiert worden, gibt es hier einen Link von den Linux-Fragen. Bitte dort angeben, was euch gefallen hat und was auch nicht. Dann werden wir draus. Und einmal so weit, besten Dank für die Aufmerksamkeit. Bitte. Ja, ich bin ja so eine Nutzerin, die Sie...
artgerecht halten wollen. Ich bin Frau, ich bin schon älter. Und ich fand es super, was Sie jetzt gesagt haben. Ich habe jetzt nur ganz spannend auf Ihre Vorschläge gewartet, wie man das macht. Das Interessante, den haben Sie schon angesprochen, ich war in Folge Woche mit einer Gender-Veranstaltung, da waren dann sehr viele Frauen auch dabei. Und ich habe dann das Thema aufgeworfen und mir gedacht, da wird jetzt eine Traube zu mir zubestreuen und sagen, super, das kann ja eigentlich mal in der Vorstellung sagen. Das waren genau zwei. Und dann habe ich Sie gefragt, warum ist das eigentlich für euch so uninteressant? Also Beispiel eben, für Mode interessiert ihr euch. Und ein voller Kleiderkasten, der sehr komplex ist und den man auch zusammensuchen muss für das tägliche Outfit, der ist kein Problem für euch. Aber eine Schaltung, die Lampe zum Leuchten legt, ist uninteressant. Woran liegt das? Und mittlerweile haben wir zum Hören bekommen, offenbar, dass hier der Zugang generell ein sehr logisch männlicher noch ist. Das heißt, es hilft nichts, wenn ich einfach mal ein paar Steine in rosa einfärbe und sage, es ist frauengerecht. Ich muss generell einmal mit den Frauen in eine Gruppe gehen und sagen, ihr müsst mir sagen, was für euch interessant wäre. Weil ich bin ein Mann, ich denke logisch, das heißt, ich kann mich nicht in euch hineinversetzen. Ich würde gerne mal, ja, es ist so. Es ist einfach so, dass die Emotion in dem Sinn für euch vielleicht hilfreicher wäre, wenn ich sage, wir haben ja sehr, wie soll man sagen, also der Apple hat schon mehr Design dahinter, aber so für den normalen Mann ist normal, also okay, gut, ich habe halt ein Keyboard, das verwende ich und wie es ausschaut, ist mir wurscht. Vielleicht einmal der Ansatz, wie kann man das irgendwie integrieren, wenn es wirklich attraktiver wird, ich weiß es nicht. Also ich spreche jetzt wirklich als Nutzerin, nicht als jemand, der dann vielleicht auch mal programmieren will. Okay. Aber als Nutzerin habe ich zum Beispiel immer wieder das Problem einfach mit der Sprache. Ich bin ja nicht so ganz blöd. Und wenn mir jemand erklärt, was ich tue, was verstehe ich das ja normalerweise. Ja. Und wenn das dann nochmal gleich ausschaut, weil ich wieder zugekauft habe, sie müssen jetzt da irgendwie ein neues Design machen, dann denke ich mir zuerst, aha, es hat zwar gestern anders ausgeschaut, aber ja gut, wird eigentlich nicht. Aber ganz oft habe ich das Gefühl, dann gibt es da zwar eine Umführung, aber ich verstehe einfach nicht, weil da Begriffe drinnen stehen, die man in der normalen Alltagssprache nicht verwendet. Und dann bin ich aber ein Mensch, der fragt halt und dann löcher in die Leute und sage, was meint sie eigentlich damit? Und dann merke ich eigentlich, dass man das mit ganz normalen Begriffen auch ausdrücken könnte. Also das wäre für mich wirklich so, bitte, bitte, bitte kennst doch zumindest die Benutzerführung nicht in einer Sprache machen, die jeder Mensch versteht. Das wäre so meine ganz erste große Bitte eigentlich. Wird vielleicht aufgenommen. Auf solche Inputs warten wir, weil wir sagen, okay, wir verstehen es immer halt, woran wir das auch andere nicht verstehen. Wenn ich weiß, es hängt von der Sprache ab, super. Wir haben die Info bekommen, ich muss schon zum Ende kommen, nachdem der nächste Vortrag, der glaube ich schon in den Startlöchern schallt. Das Thema Crowdfunding finde ich sehr spannend. Ja. Von wegen, wenn ich es nicht kann, dann zahle ich halt jemanden, der es kann. Für mich ist das die Frage, wenn das da als Open Source Explosion steht, gibt es erfolgreiche Modelle, wo man eine gute Geschäftsbeziehung oder eine gute Auftragsbeziehung zustande bekommt, auch wenn das Produkt nachher Open Source wird. Das ist ja in der Softwareentwicklung etwas, was vielleicht eher neu ist und noch nicht so typisch ist. Nein, ich denke mir eher so, das ist die Frage, wenn jemand seine Prozesse kennt im Unternehmen und sagt, ich brauche diesen Teil hier automatisiert mit diesen Parametern, dann muss er ein Budget dafür sowieso aufstellen. Was macht er dann? Er sagt, okay, wenn ich das automatisiere, erspare ich mir Zeit oder generiere mir Aufträge. Also das heißt, irgendwann mal amortisiert sich diese Investition. Jetzt kann ich da selber das machen und sagen, naja, das ist nur meine Sache und das nur separat entwickeln. Aber das Problem, wenn man nachher die kleine Software-Spiele eingeht und das wird nicht öffentlich, was mache ich damit? Das kann ich nie mehr erreichen. Wenn ich das frei hergebe, die Idee hat auch weltweit, das machen ja andere auch. Das heißt, wenn ich was hergebe von mir, bekomme ich auch etwas dafür. Also der Gedanke von Open Source ist einfach der, man kann zusammen viel mehr bewegen, als wenn jeder eine Insellösung hat. Und umgekehrt, wenn ich sage, ich bin zum Beispiel hier in der Steiermark, das tut mir nicht weh, wenn das einer komplett woanders verwendet. Weil dort komme ich eh nicht hin, die Kunden werde ich nie haben. Und ich freue mich genauso, wenn ich irgendwo von woanders etwas bekomme, was ich hier verwenden kann. Und sage, toll, ob ich nicht weiterentwickeln, passt auch. Oder eben mehrere sagen, wir haben alles gleiche Problem. Das ist ein größerer Aufwand, teilen wir uns jetzt auch auf. Also die Idee, ganz normal einen Auftrag zu geben und dann zu sagen, machen wir es Open Source. Weil prinzipiell steht ja die Problemlösung beim Unternehmen selber in den Vordergrund. Ob der Code dann frei ist für die anderen, dann ist es ja dem ihre Geschichte. Ich habe ja keine Ahnung, was der andere in seinen Prozessen macht damit. Wofür er das brauchen kann. Gut, ihr könnt das gerne machen, weiter diskutieren. Ich würde jetzt da offiziell ein paar zu Ende machen. Das ist zwar in dem Raum Pause, aber ich würde auch gerne erst gehen. Also ich glaube, vielleicht einmal in anderen, es geht in einen anderen Räumen auch jetzt dann weiter. Also, danke. Ich bin noch vorne beim Stand am Mose gestanden. Das wäre ich von mir.